Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal um einen Vergleich zwischen Lumina und Lightroom. Denn Lumina hat einen Filter, der nennt sich Accent AI. Und das ist quasi ein Automatikfilter, der relativ viel für dich macht mit nur einem Klick. Und das möchte ich mal vergleichen mit der Automatik von Lightroom. Viel Spaß! Dieses Video wird dir präsentiert von EaseUS. Mit EaseUS kannst du ganz einfach verloren gegangene Dateien oder formatierte Daten, versehentlich geleerte Papierkörbe oder verlorene Partitionen wiederherstellen und damit deine Fotos retten. Lade dir jetzt kostenlos deine Testversion runter, indem du hier auf Free Download klickst und damit kannst du 2 GB kostenlos wiederherstellen. In dem Programm werden dir hier alle Festplatten und Speicherkarten angezeigt, die aktuell an den Computer angeschlossen sind. Ich habe jetzt hier mal meine Speicherkarte ausgewählt und drücke jetzt hier auf Scannen. Jetzt wurde die Speicherkarte komplett analysiert. 125 GB konnten gerettet werden, 4789 Dateien insgesamt. Und ich kann jetzt hier reingehen und mir alle alten Kamerabilder anschauen. Wenn ich mir dann alle Dateien rausgesucht habe, die ich wiederhergestellt haben möchte, drücke ich hier einmal auf Recover Now und du hast deine Bilder wieder da. Lade dir jetzt auf jeden Fall die kostenlose Testversion runter, mit der du 2 GB kostenlos recovern kannst. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann solltest du das unbedingt tun, StefanSchäfer90, denn da siehst du immer meine neuesten Arbeiten. Und jetzt wollen wir auch direkt mit dem Video starten. Ich habe jetzt hier ein Bild aus Dubai mal geöffnet, sowohl in Lumina als auch in Lightroom. Ich habe an diesem Bild noch nichts bearbeitet und habe das jetzt einfach mal nur gerade gerückt, hier die stürzenden Linien. Ansonsten ist da noch nichts dran gemacht. Das habe ich jetzt einmal offen hier in Lumina. Ich zeige dir jetzt hier als erstes mal das Ganze in Lightroom. Da klicke ich jetzt hier einmal auf Automatisch. Und dann wird das Ganze hier angewendet. So sieht es vorher aus, so sieht es danach aus. Und jetzt möchte ich das Ganze mal in Lumina machen. Und da gehe ich jetzt hier einfach mal nach unten, bis ich den Filter Accent AI finde. Den haben wir hier. Und hier gibt es nur einen Regler. Und den werde ich jetzt hier einfach mal nach oben ziehen und einfach mal gucken, was hier passiert. So. Und ich muss sagen, vom Ergebnis gefällt mir das in Lumina wirklich besser als in Lightroom. Wir können jetzt hier nochmal vergleichen. Ich gehe jetzt nochmal auf Lightroom zurück. So sieht das Ganze hier aus. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. Ja. So sieht das Ganze hier aus. Und so sieht das Ganze in Lumina aus. Und ich muss sagen, das gefällt mir in Lumina deutlich besser. Man kann jetzt natürlich noch weitere Bearbeitungsschritte hier machen. Aber wenn man wirklich mal nur auf die Automatik vertraut, in Lumina und in Lightroom, muss ich sagen, sieht das in Lumina deutlich besser aus. Halt auch einfach ein bisschen gesättigter und so weiter als hier in Lightroom. Ja, ich kann jetzt hier natürlich auch die Sättigung hier nochmal noch ein bisschen hochdrehen, aber die Verarbeitung, es gefällt mir in Lumina einfach deutlich besser. Das war jetzt mal nur ein ganz kurzes Video, aber ich wollte dir einfach mal zeigen, was möglich ist, tatsächlich nur mit einem einzigen Klick, sowohl in Lightroom als auch in Lumina. Und da ist es natürlich schon so, dass man einen guten Startpunkt einfach finden kann. Man sollte natürlich jetzt im Nachhinein die Bilder immer noch weiter bearbeiten. Aber wenn man vielleicht nicht so genau weiß, wohin die Reise gehen soll mit einem Bild am Anfang, dann ist es immer gut, wenn man so ein bisschen die Automatiken nutzt, sowohl in Lightroom als auch in Lumina. Und dann kann man schauen, ob man von dort dann weiter bearbeiten kann. In dem Fall, wie gesagt, finde ich tatsächlich, dass es in Lumina deutlich besser aussieht. Wenn du Lumina also noch nicht nutzt, dann kannst du das wenigstens als Plugin tun. Du musst es ja nicht als Standalone-Programm nutzen, sondern Lumina bietet auch die Möglichkeit, das Ganze als Plugin zu verwenden in Lightroom. Und wenn du das dann installiert hast, dann ist das auch jederzeit möglich. Wenn du Lumina noch gar nicht hast, dann kannst du unten einfach mal in die Videobeschreibung gucken, denn ich bin Affiliate-Partner von Lumina. Das bedeutet, du kannst über meinen Link, den ich da unten habe, tatsächlich auch 10 Euro sparen. Dann kostet das ganze Programm nicht mehr 69 Euro, sondern 59 Euro einmalig. Und dann hast du das für immer vorhanden. Ich kriege natürlich auch eine kleine Provision davon. Du unterstützt also auch den Kanal damit ein bisschen. Und von daher würde ich mich dann natürlich freuen, wenn du das Ganze machen würdest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn du das noch nicht getan hast, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren und check, wie gesagt, meinen Instagram-Kanal mal aus. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.